Hola, es ist Freitag, der 24. Juni. Mein Name ist Grisha und das ist der Nachschlag, die nachhaltigsten Schlagzeilen der Woche. Heute mit Greenwashing-Vorwürfen bei Aldi, Separatoren-Fleischalarm und den liebenswertesten Städten der Welt. Greenwashing-Verdacht bei Aldi. Das legen Recherchen des ZDF und Foodwatch nahe. Demzufolge sollen sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd die Milch der Eigenmarke Fair und Gut mit dem Label klimaneutral beworben haben, obwohl die Kompensation keineswegs nachhaltig ist. Laut dem Unternehmen dient vor allem ein Aufforstungsprojekt in Uruguay zur Kompensation der Milch. In der Theorie würde das auch funktionieren, um die CO2-Emissionen der Milchproduktion zu kompensieren. Doch bei dem Wald handelt es sich A. um eine Eukalyptusplantage. Die sind aber extrem brandgefährlich. B. handelt es sich dabei um kein Aufforstungsprojekt, sondern eine intensiv betriebene Forstwirtschaft. Weil dabei laut ZDF Teile des Holzes in der Zelluloseproduktion landen, ist der Forstbetrieb auch noch alles andere als nachhaltig. Und das, obwohl das Holz sogar das FSC-Siegel trägt. Leider wird nach Aussagen des Plantagenchefs das Siegel vor allem genutzt, um Investoren an Land zu ziehen. Und wem das jetzt alles zu kompliziert ist, der schenke dieser Tabelle über den CO2-Verbrauch von Milch und ihren Alternativen 3 Sekunden Lebenszeit. Bitteschön? Dankeschön. Ja, ja, was da immer für ein Rattenschwanz an anderer Tiere Erzeugnisse hängt. Apropos Rattenschwanz. In Tönnies Wurst wurde Separatorenfleisch entdeckt. NDR und Spiegel haben 20 Marken Geflügelwurst unter anderem von Wiesenhof und Tönnies in ein Labor gegeben, um sie auf Separatorenfleisch hin zu untersuchen. Das Ergebnis? Fast jede zweite Probe war positiv. 4 der Proben hatten sogar ein Biosiegel. So. Jetzt ist die Verwendung von Separatorenfleisch aber anzeigepflichtig. Das hat aber keine der Marken gemacht und fertig ist der nächste Skandal der Fleischwirtschaft. Und ich weiß, die Taktzahl, in der diese Sachen gerade ans Licht kommen, ist ganz schön hoch. Umso wichtiger ist der Umgang mit der Entdeckung. Seltsamerweise wundern sich die meisten, dass die Industrie das ganze Tier verwertet. Mich ehrlich gesagt nicht, weil wenn man schon unschuldige Lebewesen tötet, dann wirft man die Hälfte nicht einfach in den Müll, oder? Und ganz ehrlich, anstatt die haarsträubenden Umstände und ethischen Verwerfungen der Fleischwirtschaft an Tier, Umwelt und Mensch zu ignorieren, regt man sich da halt lieber über VerbraucherInnen-Täuschung auf. Das mag dann zwar ehrenwert sein, hat aber auch irgendwie System. So, und weil ich euch jetzt eure Bärchenwurst versaut habe und wir einen tröstlichen Abschluss brauchen, schauen wir uns jetzt noch die lebenswertesten Städte an. Den sogenannten Livability Index rechnet der Economist jedes Jahr aus und, naja, seht am besten selbst. Platz 1, und ich will sagen, nicht unberechtigt, ist Wien. Ich tippe da mal auf eine gesunde Mischung aus geschichtsträchtiger Architektur und vielleicht sozialgerechter Wohnungspolitik. Was haben wir noch? 2 Städte aus der Schweiz, Zürich und Genf. Und auf Platz 7, Frankfurt. Ganz ehrlich, die Wahl muss gekauft sein, weil jeder, der schon mal in Frankfurt war, weiß, dass es überall anders schöner ist. Aber gut, ist vielleicht auch nur meine Meinung. Ein Punkt, der mich an der ganzen Sache auch noch irritiert, ist, warum werden Städte, in denen Krieg herrscht, in diesem Ranking überhaupt aufgeführt? I don't know, aber ist schon irgendwie ein bisschen ungerecht, wenn man Teheran, wo seit 2011 einfach Krieg herrscht, mit, keine Ahnung, Calgary oder Osaka vergleicht. Und das war's schon wieder mit dem Nachschlag für heute. Ich gehe jetzt auf den Klimastreik am Münchner Odeonsplatz. Vielleicht sieht man sich ja. Euch allen jetzt ein schönes Wochenende. Ciao.